Die vorislamische Zeit, die auch als Jahiliya von den Muslimen beschrieben wird, wie war sie? Man kann auch nicht davon sprechen, dass es ein einheitliches Arabien gegeben hat. Dort, wo Oasen waren, Wasser waren, da haben sich gewisse Stämme und Gruppen zusammengetan und angesiedelt, solange bis dort halt das Wasser war. Da wurde sehr viel Alkohol getrunken. Solche Orgien wurden gefeiert, in solchen Übermaß, das können wir uns heute fast gar nicht vorstellen. Das war ein Volk, was sehr viel Aberglauben gehabt hat. Und darauf folgend ist natürlich auch, dass sie sehr viele Götzen angebetet haben. Gab es denn vorher schon Zeichen, Prophezeiungen, die darauf hinwiesen, dass da jemand kommen wird in dieser arabischen Wüste? Das ist sehr interessant. Das arabische Volk spricht von sich, dass sie die Nachkommen Ismaels sind. Gott spricht zu Moses: Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern. Und nicht nur die Prophezeiung Moses selbst, sondern auch Jesus hat einen weiteren kommenden prophezeit gehabt. Er sagte: Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch dann in die ganze Wahrheit leiten. Das steht in Johannes 16, 12, 13. Aber wie war denn jetzt genau seine Lebensweise? Faqad labistu fikum umra min qablihi afala taqilun. Das ist ein sehr bekannter Vers. Darin heißt es: Ich habe eine lange Lebensspanne unter euch vorher verbracht. Ihr konntet mich alle sehr gut beobachten, ihr wusstet, wer ich bin, ihr wusstet, wie ich mich benehme, was meine Charaktereigenschaften sind. Ja? Und afala taqilun, wollt ihr denn nicht besinnen? Gemeint ist damit, dass mein Leben vor euch richtig bekannt gewesen ist. Ich bin nicht irgendeine unbekannte Person gewesen, die auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht ist und plötzlich euch sagt: Ich bin von Gott.